Kuckuck. Hallo Fuchsilein. Erstmal ein Foto machen. Machen wir ein schönes Bild. Komm, guck mal her. Guck mal hoch. Guck mal hoch. Guck doch mal hoch. Genau, setz dich mal hin oder irgendwas. Oh Gott, mach doch mal eine schöne Pose für meine Zuschauer. Oh, voll süß, wie er gehen. Haben wir gar nicht gespeichert jetzt, ne? Naja, macht ja nichts. Hallo und herzlich willkommen zum. Wir decken heute mal ein paar Orte auf Part. Aber wir schauen jetzt erstmal, ob das überhaupt gezählt hat. Das war jetzt bei Welt, das habe ich mir extra gemerkt. Und zwar hier, Fotos schießen. Wo ist er denn? Da, der Fuchs. Ja, endlich zählt das. Also ich muss ganz nah an den dran sein, damit das zählt. Schon mal sehr gut zu wissen. Und wir wollen heute mal einfach ein paar Orte besuchen, die wir noch nicht kennen, bevor wir mit irgendwelchen Quests weitermachen. Wir haben ja nur noch so wenige, will ich mir gerne aufsparen. Und deswegen schauen wir heute mal, was es hier ganz hinten auf der Welt gibt. Und wenn wir dann irgendwie Lust drauf haben, können wir ja hier nochmal herkommen. Aber wir werden uns das auf jeden Fall mal anschauen. Aber irgendwie so was Dolles scheint das auch nicht zu sein. Poseidon Umspann wäre PX01. Und dafür habe ich jetzt eine Kriegstrommel bekommen. Das ist sauber. Die kann ich ja auch gleich verwerten. Ey, kann ich nicht. Die hat einen Stern. Stimmt. Was ist das? Ist das ein Verbrannter? Oh, einen brauche ich noch. Oh, perfekt. Wie komme ich denn jetzt dahin? Mies, der kann da durchschießen. Dann komme ich einfach rüber. Wieder rüber. Weg mit euch. Challenge abgeschlossen. Challenge abgeschlossen. Aber hier war noch einer. Der muss auch noch weg. So, mal Licht anmachen, um ein bisschen zu gucken, wo ist er denn? Hier ist doch noch einer gewesen. Oh, da ist er. Du musst auch noch weg. So, oh, da ist noch einer sogar. Wo ist denn jetzt schon wieder? Hier. So, das hätten wir. Haben wir denn noch ein bisschen Gewicht? Ja, haben wir sogar noch. Aber ist das jetzt das hier schon gewesen? Ich dachte, da hinten wäre noch irgendwo was. Hier, da ist noch was. Wo wir dahin. Hoffentlich ist das nicht böse. Wir haben kaum auf die P. Hätte ich mich mal vorher geheilt. Wir schauen jetzt einfach mal ganz frech. Oh, sieht immer alles schlecht aus, ne? Aber. Komm ja gar nicht hin. Erstmal ducken. Ja, da steht schon Vorsicht. Oha. Versteck. Hilfvolles Hotdogs. Warum stand da gerade jetzt Vorsicht? Verstehe ich nicht. Ha, erstmal hier hoch. Das mitnehmen. Oh, das können wir alles brauchen. Das ist schon mal sehr gut. So, dann schauen wir hier gleich mal rein. Versteckt am besten. Ja, Vorsicht. Hier ist doch was Böses. Was ist denn da? Ha. Oh, ist gerade. Oh, daneben. Ernsthaft. Daneben. Da ist noch eine. Schnell, draufschießen. Gefahr. Immer noch Gefahr. Dann noch eine. Wo denn? Hier irgendwo. Die kommt hier doch gleich. Warum kommt sie hier raus? Vollwürdige Hutmutter oder was war das jetzt? Oh, mach doch mal kaputt da jetzt. Oh, Daytrimmer? Ja, kein Wunder, dass die sich so aufführen, wenn die so ein Zeug zu sich nehmen, ey. Aber hier scheint sonst nichts zu sein. Doch, hier ist noch was. Prinzessbabysteak und Yum-Yum russische Eier. Also eins. So, war's das jetzt endlich? Ich will mich hier doch nur umgucken. Versteck. So, ist hier mal wieder ein neues Rezept hier irgendwo um die Ecke? Nee, schade. Hier oben vielleicht mal drin, auch nicht. Nix funktioniert, aber der Deckenventilator dreht sich. Sehr schön. So, das nehmen wir mit Zigarre und Spielzeugauto für Schrauben. Und die Laterne nehmen wir auch noch mit. Jetzt haben wir hier Flasche Opolla-Lager. Kann man sich jetzt hier eigentlich reinlegen? Nee, weil unten zu ist, ne? Also vollgestellt. Es geht ja nur unten. Okay, können wir noch rein? Mach das mal weg, kann man besser gucken. Das nehmen wir auch alles mit. War da jetzt gerade irgendwo ein Alarm? Die Angel. Hier könnte ich mich natürlich auch noch reinlegen, ne? Schön hier für TP heilen. Ach, das ist ja auch Blödsinn jetzt. Wir können uns ja sowieso hier hin teleportieren, falls irgendwas passieren sollte. Ich bin immer so. Ich will ja meine ganzen Stimpacks behalten. Und dann, wenn ich so viele angesammelt habe, dann verkaufe ich die immer. Oh, Polizei müsste. Die können wir dann verschrotten. Moment, war das ein großes Giddy Cup? Oh, cool. Giddy Yap Buttercup, so geht es. Die Cup. Was ist das? Achso, sah gerade irgendwie nach Stimpack aus. Ich sehe überall nur noch Stimpacks. Propaton Globus und Greaser Jacke. Was haben wir hier? Speiseöl. Gewürze ist gut. Oh, hier ist ein Rezept. Ah, ich hab's mir gedacht. Kennen wir schon. Aber ich würde das trotzdem gern mitnehmen. Sammel das mal ein. So, was haben wir hier noch? Sturmfeuerzeug und schmutzigen Aschenbecher.
hier im Koffer eine hohe Flasche. Und das war's schon. Das war's schon. Kaputte Schaukeln, mach die doch mal heile. Schade, dass man auf den nicht schaukeln kann. Ne? Das würde mir ja auch noch Spaß machen. So, dann schauen wir mal. Ja, nee, das war's. Vortec Forschungszentrum. Ist hier hinten dann eigentlich was anderes? Dann können wir da ja einmal gucken gehen. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Mal schauen. Aber das gehört wahrscheinlich mit dazu, obwohl das so ein bisschen wie eine Militärbasis aussah. Fast ausgetrocknet bis hier hinten hin. Was ist das? Ach, hier ist für Holoband. Für Wasserdaten. Hier hinten war ich nämlich noch gar nicht. Ja, logisch, ne? Sonst wäre das ja auch schon aufgedeckt. Obwohl ich ja um ein paar Sachen extra rumgelaufen bin, damit ich die nicht alleine aufdecke. Ohne euch. Ein paar andere habe ich schon gemacht, aber ne, gerade bei sowas denke ich mir, da passiert bestimmt irgendwas und dann passiert da gar nichts. So, gehört das da jetzt noch mit dazu? Nee, Sunshine Meadows Gewerbefarm. Okay, vielleicht passiert hier irgendwas. Überladen? Schon überladen. Dann schauen wir uns das hier ganz in Ruhe an. Metalleimer. Dann nehme ich jetzt auch wieder alles mit. Ich brauche ja sowieso neue Sachen. Aber hier ist auch wieder gar nichts. Alles leer. Alles leer geräumt. Hier Gummischlauch noch mitnehmen für Gummi. Nee? Nee. Ah, so, was ist denn hier? Oh, hier ist was zum Abbauen. Ist hier vielleicht eine Werkstatt zum Einnehmen? Drei fehlen uns jetzt, glaube ich, noch. Drei oder immer noch vier? Drei, glaube ich, sind es jetzt nur noch. Was ist hier ein Brahmin? Verdorbenes Fleisch, Brahmin, ja. Ich habe verdorbenes Fleisch sonst immer weggeworfen. Ich nehme das jetzt ja immer alles mit, ne? Krankheitschance ist ja so gering. Und außerdem hoffe ich ja noch auf ein paar Krankheiten. Ist ja auch sozusagen eine Aufgabe, so eine Atomaufgabe. Bekomme verschiedene Arten von Krankheiten. Und deswegen esse ich immer verdorbenes Fleisch. Wenn das irgendwie ein anderer Spieler wegwirft, dann nehme ich das immer alles mit. Und wenn das dann 50 Stück oder so sind, dann freue ich mich immer. Oh, vielleicht werde ich ja diesmal krank. Ich weiß, das klingt total bescheuert. Aber wie gesagt, ist eine Aufgabe und dafür gibt es Atome. Ja, wenn man oft genug krank wird. Mit verschiedenen Krankheiten, das ist es ja, ne? Ich weiß ja gar nicht, ob man die alle dann vom Fleisch kriegt oder muss man verdorbenes Gemüse essen oder so. Und deswegen probiere ich einfach alles aus. Ich glaube, 11 verschiedene Krankheiten hatte ich von, ich glaube, 30? Müsste ich nochmal nachschauen. Ich will ja jetzt auch nichts Falsches erzählen. Aber es sind auf jeden Fall ein paar mehr und, naja, schaue ich mal. Oh, Munkerbeere und Wodka. Wodka, Wodka. Erstmal einen trinken, wenn wir das hier alles fertig haben. Nee, lieber nicht. Wir müssen ja hier wachsam bleiben. Wachsam, wachsam. Hier ist aber gar nichts. Oh, hier hätten sie auch ein schönes Event machen können. Vielleicht kommt das ja noch in Zukunft. Hier wie bei dem anderen, wo man die, naja, quasi auch so eine Art, nicht Dünger, aber Lebensmittel machen muss. Weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Das ist bei der Universität da irgendwie in der Nähe gewesen. Ah, hier ist doch eine Werkstatt. Ja, dann her damit. Cool. Voll dran vorbeigelaufen. Schön. Wenn wir eine Werkstatt von der Liste streichen und das nehmen wir auch alles mit, müssen wir wieder umskillen? Ja, natürlich müssen wir wieder umskillen. Oh, das bedeutet aber, dass hier gleich Gegner kommen. Böse, böse, böse Gegner. Machen wir noch ein Stück zurück oder weiter. Stück zurück, aber noch ein ganz kleines Stück. So? Ich hoffe, ja. Silberlöffel, Silbertafelmesser, Fuchsgeld, Raido-Rüstung. Raido-Rüstung ist immer gut. Switchen wir wieder um auf. Ja, genau, so rum. Klassikschale? Karotte? Was gibt's hier? Ein gerollter Charles und Harold. Naja, gut. Schade, ich finde das immer schade, wenn da nichts drin ist in den Waschbecken. Da sind ja ganz oft in den Waschbecken irgendwelche Sachen. Gegenstandsbelohnung. Stand ja gerade ballistische Faserschrott. Cool, kriegt man das hier immer? Dann würde ich ja hier öfter mal vorbeikommen. Ich habe ja letztens nochmal ballistische Fasern gekauft. Weil ich dachte, ich brauche so viele. Aber so viele brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich finde die schon ganz oft. Und dadurch, dass ich die ja die Waffen und auch die Ausrüstung sozusagen doppelt reparieren kann, also auf 200%, brauche ich die jetzt natürlich auch gar nicht mehr so oft. Das ist natürlich richtig cool. So, was passiert denn jetzt hier? Kommen die hier draußen gleich, die Gegner? Oder drinnen? Oder hier ist auch noch Metall eigentlich. Das nehmen wir auch noch mit. Schauen wir mal. Dann schauen wir erstmal aufs Dach. Erstmal aufs Dach. Von da oben sehen wir dann ja auch, wo die Monster kommen. Oha. So, hier hinten noch was versteckt. Ah, stimmt, laufen können wir ja eh nicht. Ist da irgendwo Musik an? Oh oh. Nicht, dass hier oben gleich die bösen Monster sind. Irgendwo ist hier auf jeden Fall Musik an.
Musik, können wir hier hoch? Wo denn? Hier auf der Seite irgendwo. Ah, hier, hier können wir rein. Süße kleine provisorische Bank gebaut. Wo ist denn jetzt die Musik hergekommen? Hier ist noch was versteckt. Na, was ist es? Schrauben, ja, Schrauben, Schrauben, Schrauben. Ah, auf der ewig werdenden Suche nach Schrauben. Schaufel, Düngemittel, ja, können wir erstmal mitnehmen. Ich muss da sowieso mal wieder aussortieren. Ja, schon wieder. Ich mache jetzt extra Großmengen und trotzdem ist alles voll. Federung, das brauchen wir eigentlich nicht. Hier oben noch was versteckt? Ja, hier, hier war das Bügelsegel. Nee, da aber nix. Ach so, hätten wir hier auch so hingekonnt, dann kommt die Musik von hier. Oder wie? Glaube schon. Verteidige Sunshine Muse Gewerbefarm. Dann machen wir. Drehstabkopf, ist hier noch irgendwie was? Hm. Ein Angriff steht bevor. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Hier ist das Radio. So, mal ruhig. Muss mal hören, wo die kommen. Kann natürlich hier auch Gitarre spielen. Oh, nö. Bekannt. Plastiklöffel, Ordner. Bilderrahmen, Birben und Eichhörnchenbissen. Das nehmen wir natürlich alles mit. Oh ja, und Ventilator auch wieder für Schraube haben wir. Ja, so. Dann wollen wir mal schauen. Hier ist auch gerade jemand rumgelaufen, oder? Nee. Doch nicht. So, wo ist denn das jetzt hier? Ist hier noch irgendwas? Verbranntes Buch. Skalpell, Kaffeetasse, Kaffeekanne. Ach, der ist kaputt. Schade. Keine neuen Infos. Irgendwas. Hier, da Kronkorken und Netzreichschule. Nee, leider nicht. Schade. Also ist es hier quasi nur eine Werkstatt. Naja, gut, was heißt nur, aber. Hier ist auch noch was. Oh, Klebeband. Sehr schön. So, und wo kommen die jetzt? Werden die irgendwo angezeigt auf der Map? Versorge Lebensmittelverpackungsfabrik mit Strom. Hä, wie mit Strom? Das verstehe ich jetzt nicht. Was muss ich denn hier machen? Hier? Muss ich hier irgendwas machen jetzt? Mach dich herstellen. Muss ich hier so einen Generator aufbauen oder wie funktioniert das jetzt? Das verstehe ich nicht. Mit Strom. Ja, kein Plan, ey. Weil hier draußen dann irgendwelche Sachen sind, die platt machen automatisch dann oder? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es schon wieder nicht. Wahrscheinlich muss ich irgendwo einen Generator hinbauen. Aber wo denn? Drin oder draußen? Schlammbohne noch mitnehmen. Soll ich mal hier einen Generator hinbauen und dann mal gucken, was passiert? Bleibt mir ja nichts anderes übrig, ne? So, dann wollen wir mal herstellen. Generatoren. Geschütze? Nee, hier, Generatoren. Produziert 12. Wie braucht der denn? Einen ganz großen. 5. Nee, 5, 10, 100. Nukleares Material. Den könnte ich sogar machen. Aber brauchen wir den da hin? Nicht platzierbar. Ey, wieso das denn nicht? So, Bums. Warum geht denn das nicht? Da, zack. Und jetzt? Wo denn? Hier hin? Da! Achso! Dann müssen wir den ja woanders hinbauen. Hier, hier irgendwie. Hier so? Hier so? Bums. Aha. Tada! Funktioniert! Wie cool! So, war das jetzt richtig? Und jetzt kommen die Gegner? Jetzt, wo der Strom fließt, ne? Wo sind sie denn? Boah, ihr habt voll Schiss. Ich bin gleich doof. Ich bin gleich doof. Der kommt hier im Audience Stillback rein. Ey, nicht ganz so knauserig sein heute. Oh, Mann, ey. Kann ich hier nicht so drüber springen, wie austricksen? Ja, an die Decke schießen. Oh, Mann, ey. Ohne Wetz wäre ich ja auch wirklich aufgeschmissen, ne? So, weg damit. Geil. Oh, habe ich das eingesammelt? Ja. Kühler. So, und jetzt? Besiege wilde Ghule. Achso, das andere, das ist jetzt hier fertig. Und was passiert hier? Kommt da irgendwas raus? Ich möchte gerne irgendwas. Blankumakichi! Ernsthaft? Der stellt irgendwas her. Von den alten komischen Sachen, die schon, was weiß ich, wie viele Jahrhunderte hier abgelagert sind. Wie geil. Abgelagert vor allen Dingen. Das klingt ja auch witzig. So, wo sind sie denn jetzt?
Jetzt möchte ich das natürlich auch fertig machen hier, ne? Komm zu mir, meine lieben Ghoulies. Lieben Ghoulies vor allen Dingen. Ja, dann gehen wir wieder rein und warten da. Lego Mac and Cheese, wie cool ist das denn? Das muss man uns merken, falls wir mal wieder irgendwie Lebensmittel brauchen. Dann gehen wir einfach hier hin, bauen das da hin. Mich würde ja auch interessieren, wie viel er braucht, ne? Benötigt, ja, Tatsache, 40. Boah. 40 ist aber schon ganz schön hart viel, finde ich. Mach mal hier die normale Kamera, bitte. Ja, so. Ist hier drüben auch noch irgendwie... Nee, das sieht aber nicht so aus, als könnte man da irgendwie Strom dran machen. Nee, nee, das ist das. Okay. So, besiege Ghule. Ja, wo denn? Ist hier noch irgendwo einer, den ich nicht erwischt habe? Der sich versteckt hat? 2 von 3 steht da immer noch. Da muss ja, irgendwo muss dann ja noch einer sein. Hängt bestimmt wieder am Baum fest oder so. Das passiert ja auch öfter mal. Dann müssen wir jetzt auf Ghoulsuche gehen. Guli, Guli, komm raus, mein Guli. Da! Da hinten ist er. Wo ist der denn bitte ganz? Wo hängt der denn? Ach, Phosphat ist nur Dünger, ne? Ja. Wo hängt der denn bitte? Da hinten hängt der. Boah. Das ist, aber hart. Gut, dass das angezeigt wird. Ich glaube, das kommt, weil ich so viel Wahrnehmung habe, ne? Ich wäre da ja fast dran vorbeigelaufen. Komm hierher. Wo ist er denn jetzt? Boah, erstmal Kopf anvisieren. Untersetzer. So, jetzt haben wir dich. So, war das richtig? Rußblume nehmen wir noch mit. Ja, Welle 3 von 3. Schnell wieder zurück. Ah, schön noch das Holz mitnehmen. Das können wir ja irgendwo hinschmeißen. Ist ja egal. Das brauchen wir ja nicht wirklich. Oh, kein AP mehr. Kann ich auch nicht anvisieren. Das ist aber schlecht. Und wir können natürlich noch hier einmal in die Müllcontainer reingucken. Ja, Kronkorken. Noch mehr Kronkorken. Und hier haben wir gar nicht reingeschaut. Komm mal auf die Tür. Einfach nur eine kleine Abkürzung. Genau, hier waren wir ja vorhin schon. Okay, dann gehen wir jetzt wieder, kommen wir wieder runter hier, ne? Sind schon welche da? Nee. Oh ja, nachladen wäre auch ganz gut. Das stellen wir uns erstmal hier drauf. Nee, nicht ganz da drauf. Hier so drauf. Ah, manchmal ist Beuteltier schon ein bisschen... Oh ja, da hinten ist zum Beispiel einer und hier ist auch einer. Und da ist noch einer. Was macht der denn? Macht der das Ding jetzt kaputt? Ist aber nicht nett. Wie die auch fliegen, ey. Ja, bist du gestolpert, ne? Warst du zu voreilig? Wie ich auch. Ganz oft. So, jetzt. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir euch. So, wie viele sind das denn? Wie viele sind das denn insgesamt? Der Balken ist aber noch nicht dolle gefüllt. Nicht mal die Hälfte. Dann müssen wir jetzt wieder auf Ghoulsuche gehen. Aber ist okay, das machen wir natürlich. Gibt es hier auch was Schönes? Haben wir schon abgebaut. Sind hier irgendwo diese Marker? Dass sie wieder irgendwo hängen? Nee. Man kommen die gar nicht alle auf einmal, sondern nach und nach. Na gut, dann gehen wir wieder rein. Warten ab. Irgendwo müssen die dann ja gleich kommen. Okay. Wo sind die denn? Vielleicht ist ja hier schon wieder irgendwas. Moment, da war was. Irgendwer versucht hier was kaputt zu machen. Kann das sein? Da! Das ist mein Generator. Das geht aber nicht hier. Das machen wir nicht. Und du gehst auch weg. Ja, das geht wohl. Boah, wie der angeschossen kommt, der andere da. Ne? Voll heftig. Da ist noch einer. Oh, einfach draufhalten, ey. Mein Lieblingskampfstil. So typisch Zelda-mäßig. Schwert ausrüsten, Schild ausrüsten und einfach drauf auf die Leute. Auf die Gegner. So. Obwohl man natürlich auch bei Zelda, gerade bei den neuen Teilen, ja schon ein bisschen überlegen muss, ne? Wie man das macht. Da sind auf jeden Fall noch 2. Nochmal Blango Mac and Cheese. Sehr cool. Ach, hier haben wir noch gar nicht reingeguckt. Kleines versiegeltes Gefäß. Das gibt, glaube ich, Glas. Glaube schon. Wofür braucht man eigentlich Glas? Ich glaube, das braucht man gar nicht. Höchstens für irgendwas ganz Spezielles. Zum Bauen. Dekomäßig, glaube ich. So, wo hängt der denn, ey? Was machst du denn da, Junge? Komm her.
Du sollst doch eigentlich mich angreifen. Da ist auch noch Kitty App. Da ist auch noch einer. Ja, gar nicht getroffen. So, einer fehlt noch. Nee, das war's. Ereignis abgeschlossen. So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Was bekommen wir jetzt? Was bekommen wir jetzt für tolle Sachen? Das muss ja was super Geniales sein, oder? Radix, aufbereitetes Wasser. Bauplan für eine Badewanne. Wie cool ist das denn? Wenn ich mich jetzt teleportieren könnte, könnte ich euch die natürlich zeigen. Quest fehlgeschlagen. Gut, ruft Billings. Ja. Nee, das hier war mir wichtiger. Wie geil. Da, noch ein Blanco Mac and Cheese. Dafür hat sich das gelohnt, für 3 Stück, das hier aufzustellen. Aber ich will jetzt einmal noch gucken, ob hier Moment. Ich bin ja wieder schlau. Ja, ich bin schlau, weil es mir noch eingefallen ist. Das hier ist ja eine Werkstatt, ne? Und was kann man bei einer Werkstatt? Richtig, Verwertbänke selber bauen. Wie geil. So, ist das alles grün? Ja. Gut, dann kostet mich das nix von meinen eigenen Ressourcen. So, und jetzt verwerten. Oh, herrlich, 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 herrlich. So, das brauchen wir alles hier nicht. Wenn, dann mache ich mir die mal selber. So, das verwerten wir alles. Das auch. Und dann haben wir 311. Dann können wir uns teleportieren und dann können wir nämlich... Moment, erstmal lernen, würde ich sagen. Notizen. Ach so, die Badewanne kennen wir schon. Das müsste doch aber eigentlich hier irgendwo angezeigt werden, oder nicht? Ach, weil ich das gerade... Doch, hier Bauplan Badewanne kennen wir schon. Ach, das ist ja schade. Stimmt, in meinem alten Camp hatte ich die sogar schon mal aufgebaut. Tja, dann machen wir erstmal Licht aus. Und dann schauen wir nochmal, ob wir noch ein Black Mac and Cheese kriegen. Black Mac and Cheese? Mac and Cheese einfach nur. Terminell. Ach, das sagt dann, was wir herstellen wollen vielleicht. Dann schauen wir nochmal. Lebensmittel, Verpackungsfabrik, Steuerung. Ah, cool. Oh, hier kann man sogar Fans Lettkuchen herstellen. Konserviertes Insta-Püree, Salisbury Steak und Zuckerbomben. Das ist natürlich geil. Dann können wir uns hier schön Kuchen herstellen. Wir wollen Kuchen. Kuchen, Kuchen. Dann können wir hier einfach warten und dann Kuchen, Kuchen, Kuchen. Was steht denn bei Transfer? 0 von 2. Aha. Okay. Ist ja witzig. Unsere eigene Kuchenfabrik. 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 Sehr schön, sehr schön. Geil. Oh, das ist richtig cool. Doch, das gefällt mir. So, gibt es jetzt noch irgendwo was wir hier noch nicht entdeckt haben, was wir noch einmal schnell aufdecken? Nee, irgendwie, das haben wir sonst soweit alles, ne? Ja, das haben wir soweit alles. Schauen wir hier unten noch. Oh, hier gibt es noch die täglichen Quests. Kann ich dann ja nachher noch machen. Und dann geht es hier unten irgendwann weiter. Hier müssen wir noch genau Cells Schleifmaschinen untersuchen und untersuchen. Das geht in der Nähe des Lagers. Und was war das hier? Signal der Mannschaft. Das ist ja wieder was anderes. Gibt es denn irgendwie noch einen Ort, einen Teleportort, den ich noch nicht aufgedeckt habe? Hier, blutroter Ausblick, Abrufstelle und Steinbruch. Wo wir die noch einmal schnell machen. Ey, nicht, dass da jetzt irgendwie böse Sachen wieder sind. 34? Nee. Das ist mir zu teuer. Foundation ist hier doch. Das Haus können wir natürlich auch noch machen. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt erstmal schnell nach Foundation. Erstmal eine Sache aufdecken. Das Haus. Könnte ja sein, dass da noch irgendwas ist. So zum Abschluss jetzt noch. Zum Abschluss. Erstmal schauen, in welche Richtung schauen wir. Genau, wir müssen genau umgekehrt. Da müssen wir lang. Und dann bin ich echt am überlegen, ob ich das nächste Mal ein Part reinknalle, wo ich alles aufdecke, was irgendwie noch so wie ein Haus oder wie ein Ort aussieht und dann ganz in Ruhe, nicht, dass dann wieder kommt, warum hast du das ohne uns gemacht? Ja, weil es auf meinem Weg lag. Passiert halt manchmal, wenn ich so am Farm bin oder tägliche Quests mache oder so. Oh, der Mottenmann. Der Mottenmann, der rachsüchtige Mottenmann. Wo ist er hin? Der Mottenmann. Da ist er irgendwo. Da ist er. Beine, ist das richtig? Die Beine von dem Mottenmann? Oh. Wo ist er denn jetzt auf einmal hin? Da, oder Torso lieber bei dem? Ich weiß das gar nicht. Was greift man denn bei dem am besten an?
Ich hatte ja auch diese andere Karte, wo man gucken kann, was der so für Verteidigung und so hat. Und ich dachte ja, da steht bei, was man am besten angreifen soll. Stand da aber gar nicht. Hm. Also hier mit dem Anvisieren, ne? Hm. Naja. Aber ich glaube, es ist einfach da, wo 95% steht. Also, dass man das am besten machen kann. Zum meisten. Nee, das sammeln wir alles schnell ein. Habe ich euch die Karte eigentlich mal gezeigt? Das, glaube ich, war hier. Machen wir Magazinsammler weg. Genau, Aufmerksamkeit ist 2. Du kannst dir die Schadensresistenten eines Ziels im Wetz ansehen. Achso, Schadensresistenten. Na gut. Dann schauen wir mal, ob wir noch einen Gegner kriegen. Ist das denn die richtige Richtung? Hier wäre das. Das hätte ich euch natürlich jetzt auch noch gerne gezeigt. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber bei dem Mottenmann weiß man ja wirklich nie, wann der kommt. Ist hier vielleicht noch was oben drauf, bevor ich jetzt nach unten gehe? Erstmal nach oben schauen und dann nach unten hüpfen. Aber vorsichtig. Das ist natürlich auch ganz schön hoch jetzt hier, ne? Das sieht aus wie so ein Ausguck. So ein Ausguckssteinchen. Vielleicht ist ja hier... Oh, die Umgebung untersuchen. Nee? Nee. Aber voll genial, wie weit man gucken kann. Boah, voll heftig. Schwenkt nochmal einmal für euch. Ein bisschen langsamer. Vielleicht. Oh, wie süß. Das sah gerade aus wie Mickey Maus. Da aus dem Schornstein da vorne. Oh, da war ein bisschen schnell jetzt. Dann könnt ihr euch die Seite nochmal angucken. Das muss voll cool gewesen sein, hier mit der Monorail lang zu fahren. Na gut. Da, das Häuschen da unten müsste das, glaube ich, sein. Ach, wir sind sogar schon da. Ja, dann müssen wir einfach nur nach unten. Na, okay, was heißt nur? Okay, das war knapp. Gut, dass ich die Karte habe. Ist das jetzt hier? Das hier? Oder sind wir schon zu weit? Nee, das Häuschen müsste das sein. Normalerweise komme ich ja hier an den Dingern ja auch lang an der Seite. Soll ich das mal probieren? Ich probiere das jetzt einfach. Einfach hier an die Wand drücken und das müsste ja eigentlich gehen. Ja, das funktioniert. Ein bisschen TP haben wir ja noch. Schaffen wir das hier auch? Hier so an der Seite? Oder hier? Und dann... Wo probieren wir das denn? Am besten hier an der Stelle. Oh, ja, ja, ja. Das schaffen wir aber. Und dann an der Stelle und dann hier hin. Und dann hier und dann hier. Boah, oh, das war gut. Das war richtig gut. So gerade eben geschafft. Ich hätte ja gerne noch einen Gegner, hätte ich ja jetzt gerne noch. Aber erstmal hier. Erstmal hier bitte. Bed and Breakfast am Bär. Hier ist auf jeden Fall wieder so ein... Oh, Nuka-Cola Quantum. Wo ist er? Ich möchte das nämlich gerne wieder umswitchen. Hier muss doch hier... Da ist er. Da oben steht es nämlich. Stufe 60, ne? Verteidigung. Ist das Energieresistanz, Red Resistance, Feuer, Kryo und Wasser. Zack. Das war jetzt ja auch nicht dolle, ne? Ich glaube, ich switch das jetzt wieder um. Ich habe euch das jetzt einmal gezeigt und ich glaube, das ist wirklich nicht, nicht so wichtig. Vielleicht früher mal. Wo die Bosse neu waren und man gucken musste, was muss ich am besten auswählen. Aber heutzutage mit den ganzen Teams und so, braucht man ja eigentlich nur im Team mit dabei sein. War der nicht hier gerade oder wo ist der hin? Wo ist der denn jetzt hin? Ist er jetzt zu mir in die Richtung, weil ich den angeditscht habe? Hier oben. Ist er schon hier jetzt? Da vorne ist er doch. Habe ich mein konzentriertes Feuer nicht? Oh, halt, Moment. Der ist ja noch gar nicht tot. Übel, was habe ich denn? Einbrecher habe ich aus Versehen. Das wollte ich auswählen. Und wo ist er jetzt hin? Der ist voll weggeflogen, ne? Wo ist er denn jetzt? Oder ist er hier runtergeflogen? Da liegt er. So, den sammeln wir jetzt noch schnell ein. Fusionskern, okay, Fusionskern hätten wir jetzt überhaupt nicht gebraucht. Krass, richtig übel. Aber das heißt, dann haben wir den Silo-Code-Abschnitt, haben wir auf jeden Fall schon von ihm. Wie genial ist das denn, ey, voll cool. Ja, schick. Bed and Breakfast. Boah, guckt euch die geile Hütte an, ey. In sowas würde ich ja auch gerne leben. Auf der anderen Seite, wer soll das alles putzen? Ja, wenn man sich so ein Haus leisten kann, ich glaube, dann hat man auch jemand, der für einen putzt. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.